Willkommen zurück bei Europa Universalis 4 und wir sind zurück bei unserem Bayonel-P, die Welt zu erobern und so weiter. Wir hatten in der letzten Folge Salzburg als Vasallen rausgeholt, Mainz haben wir einfach freigelassen, wir hatten ja Krieg gegen unsere Koalition, vielleicht erinnert ihr euch, und diese Koalition war eben mit Mainz, mit Württemberg und mit Salzburg. Würzburg ist unser Verbündeter, genauso wie Ulm. Und wir sind natürlich dementsprechend hier mit unseren diplomatischen Beziehungen eins drüber. Denn Würzburg, Böhmen, Salzburg und Ulm sind unsere Verbündeten. Das sind erstmal die. Und jetzt müssen wir mal schauen, wer denn noch in unserem Verbund ist, damit wir mal schauen, wem haben wir zu viel. Wir haben auf jeden Fall mit Böhmen, ach, mit Österreich noch eine Staatsehe und einen Militärzugang. Da müssen wir uns jetzt mal um die Verbesserung kümmern, denn das sieht nicht gut aus mit 15. Und da müssen wir jetzt ein bisschen was tun. So, wie weit können wir denn noch unseren... Genau. Wir müssen noch die Ohr stellen. Das ist auch ganz wichtig. So, dass wir hier nicht überziehen. Wer möchte schon über 30 Minuten gucken? Ich denke mal, nicht so viele. Und wir machen eine Aufnahme von rund 20 Minuten. Mein Wecker klingelt dann gleich. So. Ihr kennt das ja schon von den anderen Spielen. So, wir können die Beziehung auf jeden Fall noch verbessern. Das heißt, wie weit denn noch? Wir sind schon mal 98. Das ist ja schlecht, ne? Aggressive Expansion. Das sind minus 63. Das ist nicht so schön. Das heißt, wir kriegen es nicht mehr ganz so weit hoch. 95 bei unseren lieben Böhmen. 117 bei denen und 168 bei denen. Was sagt ihr denn zu uns? Okay. Also, vassalisieren wollt ihr nicht, weil ihr im Heiligen Römischen Reich seid, ja. Wir haben eine neue Quest. Beanspruch der Wittelsbacher Ländereien. Wittelsbach ist Heidelberg. Ist natürlich hier. Könnten wir machen. Aber da wir eh schon ein großes Malus haben, warnen wir einfach mal in Grisalzburg in euren Staat. Das machen wir auf jeden Fall. Erlangt die Kontrolle über das Pontifikat. Das sind so Quests, ob wir die jetzt schon bekommen, ist eine Frage. Das lasse ich jetzt noch offen. Wir werden auf jeden Fall uns als Bayern mit 14,2% mal hinzufügen. Und wenn wir wieder Papsteinfluss haben, werden wir mal schauen, dass wir da noch ein bisschen höher reingehen. 0,93 auf jeden Fall geht's. Weiter. Wir haben noch Augsburg mit Beziehungsverbessern. Okay. Würde ich sagen, wir starten mal. Wir machen ein bisschen schneller. Wir gucken mal unseren Staatshaushalt nebenbei. Das ist natürlich bei plus 0,13. Das ist nicht so viel, wie ich denke und hoffte. So, was können wir denn machen? Ich will auf jeden Fall die Tempel haben. Die Tempel sind ganz wichtig für die Steuereinnahmen. Das dauert aber noch ewig, bis wir die bekommen. Ja, das war klar. Die sind jetzt voll. Baden ist euer... Okay, das ist ja mal gut zu wissen. Ne? So, okay. Ja, also, wir werden auf jeden Fall weitermachen. Und zwar, wir werden schauen, dass wir hier... vielleicht noch eine andere Quest bekommen. Deutsche Nation gründen, ja ist klar, das haben fast alle Heiligen Römischen Reichsmitglieder. Wir müssen mal schauen. Wir müssten für die plutokratische Administration einrichten, brauchen wir Handelsidee und Wirtschaftsidee. Und für die aristokratische brauchen wir die Aristokratie-Idee und die Einflussidee. Okay. Und wir haben noch gar keine. Was nehmen wir denn? Wir müssen mal schauen, weil wir können ja jetzt schon mal ein bisschen gucken. So, wir haben mehr Handelseinnahmen haben als 40. Okay, das ist natürlich schwierig. Weniger Handelseinnahmen haben als 20 ist natürlich einfacher. Was bekommen wir denn hier? Moral der Armee plus 10%, Toleranz der Heerestätiger plus 1, moralische Veränderung der Autonomie minus 0,5, verlieren 4 Stabilität. Natürlich eine heftige Summe. Hier ist es so, dass wir einen Händler bekommen und der Kaufmann streut Richtung Inland. Das heißt, wir gehen mehr auf Handel. Okay. Das ist jetzt die Frage, wie wir vorgehen wollen.
Wir müssen nämlich weniger Städte haben als 20, um das überhaupt einleiten zu können. Deswegen relativ wenig wachsen. Oder wir sagen Scheiß drauf und wir machen hier die deutsche Nation. Dafür brauchen wir natürlich hier oben Mecklenburg, Brandenburg, Altmark, Lüneburg, Braunschweig, Anhalt, Sachsen, Leipzig, Thüringen und Nürnberg. Da haben wir alles noch nicht. So, wir haben hier ignoriert die Häresi, verlieren 5 Prestige, lokale Unruhen oder wir gegangen, verlieren 30 diplomatische Macht. Ja, lokale Unruhen, das geht bis 1466, das sind 10 Jahre. Das heißt, wir haben 10 Jahre plus 2 Unruhen, lokale Steuermodifikator minus 33, da würde ich da sagen, wir machen die diplomatische Macht, das ist mit einmal weg und wir haben weniger Probleme, weil Geld haben wir ja eh schon wenig. So, wir würden jetzt mal noch ein paar Märkte bauen, damit kriegt man Handelseinfluss, damit wiederum natürlich ein wenig mehr Geld. So, wir gehen weiter. So, unsere Armee ist auch wieder aufgefüllt. Wir könnten rein theoretisch, ne, eine Einheit von denen hier quasi verkaufen. Dann hätten wir ein bisschen mehr Geld, denn unsere Steuerausgaben beziehen sich auf Söldner 3,50. Ist natürlich eine Menge. Jetzt können wir mal gucken. Wir haben Kardinal jenseits der Grenzen. Manchmal bietet sich uns die Gelegenheit, etwas in Bewegung zu setzen, ohne dabei den Eindruck zu erwecken, irgendwas getan zu haben. Vor kurzem ergab sich so eine Chance, als ein bei unseren Nachbarn lebender Kardinal gegenüber einem Agenten von Bayern zugab, dass er erwägen würde, sich über die Grenzen zu begeben und uns zu einem gewissen Preis in der Kurie zu unterstützen. So verlockend dies auch sein mag, so werden wir möglicherweise einen höheren Preis zahlen müssen, wenn wir dies nützen. Nämlich den Zorn des Landes, das er verlässt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist natürlich schade, dass es quasi Österreich ist. Das heißt, wir könnten rein theoretisch Memmingen zu einem neuen Kardinalsitz machen. Dafür wird natürlich Tirol ein weniger. Das würde bedeuten, wir haben eine 50%ige Chance auf folgenden Effekt. Österreich erhält einen diplomatischen Beleidigungskriegsgrund gegen Bayern. Österreich Meinung über Bayern hat sich um minus 30 geändert. Das ist natürlich jetzt schwierig zu entscheiden, denn wenn wir das jetzt machen, habt ihr 50%ige Chance, dass Österreich natürlich sagt, minus 30. Deswegen würde ich sagen, wir speichern das Ganze mal ab, denn ich möchte gerne das ein bisschen, ja, ihr seht schon, ich spiele sehr viel Universales. Und ja, mal schauen. Wir nehmen das mal, weil erlangt ein Chefspion, naja, okay. Aber wir können ja mal gucken, wie sich das auswirkt. Und wir hatten Glück. Meinungen, Memmingen ist nun an den Sitz des Kardinals. Er ist Bayern treu ergeben. Sie haben nun zwei aktive Kardinäle. Und er hat uns nicht 30 Punkte abgezogen. Das ist eine sehr gute Sache. Jetzt haben wir nämlich in Bayern zwei Kardinäle und haben eine 12,5%ige Chance, in die Kurie zu kommen. Das ist dadurch ergeben, dass wir hier Einfluss ja 4,1 haben, investiert haben wir aber schon 10 und dementsprechend sind wir mit den anderen etwas gleich. Nur Österreich hat ein bisschen mehr, der hat auch drei Kardinäle und deswegen auch ein bisschen mehr Einfluss. Achso, wir bekommen natürlich jetzt rein theoretisch mehr Einfluss, nämlich 1,41, weil wir haben ja einen Kardinal mehr. Das, wenn man dann Kurienleiter ist, kriegt man halt so einige Vorteile. Zum Beispiel kriegt man halt eben einen Diplomaten hinzu, Stabilitätsmodifikator minus 10. Okay. 10% ja, Stabilitätsmodifikator minus 10, jährliches Prestige plus 1, Beraterkosten minus 20, mögliche Berater plus 2, Technologiekosten minus 5, Anführer ohne Unterhaltskosten, das ist plus 1, das zeige ich euch gleich nochmal. Auswirkung aggressiver Expansion minus 20. Und das ist ganz wichtig aus Breitung, damit wir halt schneller wachsen können.
da weniger aggressive Expansion dann durchgeführt wird. Und wir können Ruf nach einem Kreuzzug ausrufen und eine Exkommunizierung durchführen. Das heißt, jemanden als Ketzer darstellen und ihn als Angriffspunkt Nummer 1 darzustellen. Das ist eine sehr nette Sache. Bayern hält eine diplomatische Beleidigung gegenüber Württemberg. Bayerns Meinung über Württemberg hat sich um -30 geändert. Württemberg ist das? Interessiert uns ja sowieso nicht. So. Gucken wir mal. Okay, wir haben jetzt ein. Memming ist nicht mehr Kardinalssitz. Ah, schade. Wir haben aber einen Kriegsgrund gegen Württemberg. Sie haben uns beleidigt. Die werden uns den weggenommen haben, die Säcke. Na, gucken wir mal. Ja, die haben einen in Württemberg gehalten. Der war doch gerade noch nicht da. In Konstanz. Den könnten wir uns rein theoretisch holen, aber wie schon gesagt, wir haben natürlich ein Problem mit Bayern und mit Österreich. Und verbesserte Beziehungen können wir jetzt nochmal verbessern. Da machen wir auf jeden Fall mal. Und wir können. Ja. Der Rivale. Einer Bedrohung. Meinung von England über Bayern ist wenigstens 125. Häuft Geld an. 84 Dukaten. Das hier können wir auf jeden Fall versuchen, wird aber nicht wirklich funktionieren. Da müssen wir eine andere Beziehung eingehen und das wäre Quatsch. Das heißt, wir wollen das Geld anhäufen. Das ist jetzt unsere Mission. Ich meine, ist schon nicht einfach. Ich würde jetzt sagen, wir entlassen mal eine Armee, eine Einheit. Und zwar hier einmal ein Söldner. Damit kriegen wir automatisch mehr Geld, denn wir haben jetzt natürlich nicht mehr 3,5, sondern 3,06, was natürlich dann unsere Bilanz erhöht. Können wir ein bisschen hier runterschrauben, dann kriegen wir noch 3,250. Ja, anders kann man es eigentlich momentan nicht machen. Wir haben jetzt auch schon keine Baupläne mehr, die wir bauen können. Also es ist ziemlich viel mit Warten verbunden, Bayern. Und so angreifen und angreifen und angreifen ist auf Dauer natürlich schlecht. Deswegen müssen wir ein bisschen warten. So, und hoffen, dass unsere Verbündeten mal einen Krieg führen. Die Ulm oder Bamberg, Württemberg, Würzburg, Entschuldigung. Dass die mal Krieg führen, denn dann haben wir ein. Ja, können wir dann beitreten und haben vielleicht so ein bisschen mehr Prestige und können unseren Ruf verbessern als Reichsverteidiger. Das wäre cool. Das wäre sogar sehr cool. So, ich versuche mal Mainz ein bisschen freundlich zu stimmen. Dann kann er sich vielleicht ein bisschen entsprechend anders verhalten. So, wir haben auch bald die Mannstärke wieder oben. Cool. Das läuft. Ja, wir können hier noch ein bisschen verbessern. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt 100, das heißt, er kommt jetzt zurück. Aggressive Expansion verringert sich auch jährlich um minus 2,7, also das heißt plus 2,7 plus. Mainz möchte nicht mehr, ist ja okay. So, wir können jetzt mal versuchen. Wir haben ja hier oben noch. Sachsen, die können wir noch freundlich stimmen. Die haben wir auf jeden Fall, kann man machen. Trier können wir auf jeden Fall freundlich stimmen. Das sind so ein paar Beziehungen in dem Heiligen Römischen Reich, die sich dann auch positiv auf uns auswirken. Ich meine, wir werden wahrscheinlich nicht so schnell den Kaiser stellen. Aber wir werden auf jeden Fall gut dabei sein und versuchen uns ein bisschen. Ja, also hier haben wir jetzt eine Entscheidung, die ist natürlich auch ein bisschen. Die Stadtbevölkerung hatte schon immer nach einem anderen Kodex als ihr Mitbürger auf dem Lande gelebt, oft sogar im selben Staat. Die Monarchen versuchten nicht nur die Privilegien der Adligen zu beschneiden, sondern oft auch Städte unter einheitlicheren Regeln und Gesetze zu bringen. Die Städte widersetzen sich diese Bemühungen oft. Geschichtlich. So, und jetzt hätten wir die Möglichkeit natürlich alte Rechte verweigern oder akzeptieren. Das heißt, wir könnten sagen, nö, kriegt ihr nicht oder ja, kriegt ihr, aber wir haben dann halt immer Minus. Also einmal ein Minus Stabilität und einmal ein Minus Legitimität. So, Legitimität haben wir auf 100. Das heißt, wir könnten Legitimität opfern. Wir würden dann natürlich ein bisschen weniger Machtprojektion bekommen und so weiter. Haben wir eh nicht so viel. Machtprojektion erkläre ich euch auch gleich mal. Das ist ganz, ganz cool.
Wir haben ja eh Zeit in der Folge, wir machen hier keinen Krieg. Nationale Unruhen und so weiter werden natürlich dementsprechend gesenkt. Toleranz, das waren Glaubenstoleranz, selige Ungläubige und geschickte Vasallen und so weiter. Und wir haben alles so, ja, nicht wirklich viel davon. Das wäre die Legitimität. So, und was ist Stabilität? Stabilität ist natürlich der Handelseinfluss, nationale Spionageabwehr, dann positive Stabilität, nationale Unruhen, nationaler Steuermodifikator. Und Missionarsstärke, das mit den Stabilitätskosten ist zu vernachlässigen. Im eigenen Land produzierte Güter. Wir brauchen ja dieses Geld, um Missionen endlich fertig zu kriegen. Das heißt, das ist eher unwahrscheinlich, dass wir das machen, weil das hier gibt nicht wirklich Geld. Und ja, das machen wir jetzt. Und zwar Legitimität. Blub. So, jetzt haben wir nämlich nicht mehr ganz so viel, aber immer noch ausreichend. Ich meine, wir haben jetzt nationale Unruhe minus 1,2 statt 3 und so weiter und so weiter. Aber wir sind immer noch im positiven Bereich und haben immer noch plus 2%, das heißt 3% verloren. 30, also 3%, heißt 10, immer 10, 1%. So, und wir haben natürlich dementsprechend immer noch 70 und immer noch im grünen Bereich und das ist völlig ausreichend. So, irgendwann stirbt hier unser König eh. Das ist, hoffe ich, auch irgendwann mal so ist. Weil der ist echt scheiße, der ist erst 19 und unser Nachfolger ist nicht besser, aber der ist natürlich Militär besser. Also, dann, ja. Also beide sind nicht gut, das sehen wir ein. Aber immerhin haben wir bald eine Technologiestufe erforscht. Die Technologiestufen, wir sind ja schon auf 4, jetzt sind wir gleich auf 5, kriegen eine neue Einheit. Und jetzt gehen wir mal kurz zu den Generälen. Wir haben ja zwei Anführer, zwei Anführer und eins von eins werden berechnet, weil der König nicht in die Berechnung mit einfließt. Das hat was damit zu tun, wie viel man an Machtprojektion, also an militärische Macht wieder ausgibt. Wenn man hier noch einen General nimmt, kriegt man halt hier minus 1, das heißt, wir hätten nur noch plus 5. Deswegen sollte man immer nur die Generäle nehmen, die man auch hier zur Verfügung hat. Wenn man jetzt in der Kurie wäre, dann würde man hier natürlich einen Anführer hinzubekommen, der kostenlos ist. Das heißt, wir könnten zwei rekrutieren und wir hätten dann hier eben keinen Verlust. Das ist der ganze Hintergrund, warum man das gerne macht. Ich mal. So, wir können jetzt erforscht die standardisierten Picken. Die holen wir uns auch. Und damit hätten wir schon mal einen Grund, warum wir nicht angegriffen werden, weil wir schon mal viel, viel besser sind. So, und für die Verteidigung, weil wir jetzt verteidigen, würde ich sagen, wir machen einmal die Waffenträger. Die haben nämlich Reichweite bei Flankierung nochmal um 1, defensive Nahkampf, offensive Moral, defensive Moral. Und hier wäre es offensive Nahkampf, nicht defensiv. Und hier wäre es natürlich offensive Moral. Moral, dafür die ganzen defensive Moral weg. Deswegen nehmen wir den Waffenträger. Der hat ein bisschen mehr defensive Moral. Und damit passt das schon wieder. Auslaufender Kriegsgrund. Jupp. Häuft Geld an. Haben wir geschafft. Wir haben eine neue Mission. Da weiß die Legitimität. Das heißt, wir müssten jetzt rein theoretisch auf 100 wieder hoch. Das ist ein bisschen schwierig. Wir können es aber tun. Ich meine, die Mission fällt jetzt nicht weg. Würde ich jetzt erstmal so stehen lassen. Wie sieht es denn aus hier mit, okay, das sieht schon mal sehr gut aus und was haben wir gesagt, Trier, das ist schon bei plus 54, auch super. Ja, das wird eine etwas langweilige Folge mit etwas viel Quatschen. So, Machtprojektion, ich erkläre euch mal kurz. Also aufgrund der folgenden Faktoren hat die Langzeitrivalen plus 10, erklärte Salzburg den Krieg plus 4, ist ja ein Rival, vassalisierte Salzburg plus 6, das verfällt halt immer. Mit den folgenden Auswirkungen. Globaler Handelseinfluss plus 4. Moral der Armeen plus 2. Moral der Flotten plus 2. Festungsverteidigung plus 2. Jährliche Legitimität. So, bei mindestens 25 Machtprojektionen erhält sie einen Anführer ohne Unterhaltskosten plus 1. Und da seht ihr schon wieder, da wäre jetzt nochmal ein General möglich. Ich meine, wir haben nur zwei Armeen, da ist das nicht so wild. Ja, der Österreicher wurde wieder zum Kaiser gewählt. Auch eine sehr schöne Sache. Dann bei mindestens 50 würden wir nochmal plus 1 auf alles bekommen. Also Diplo, dann Administrative und die Militär hier macht. Ja, und das würde natürlich demzufolge cool werden. So, natürlich ist Augsburg gegen uns. Das ist natürlich scheiße, sag ich mal. Das ist ganz deutsch gesagt. Wir müssen schnell die hier wieder verbessern. Weil die sind nämlich verbündet mit Österreich und das ist eine ganz schlechte Sache, wenn wir das quasi zulassen würden, dass sie uns ein bisschen
ja, in den Krieg ziehen müssen. Wir haben jetzt die folgende Situation. Die Österreicher haben hier. Ja, die Österreicher sind ein bisschen aufgewühlt. Ich denke mal, die haben hier Probleme. Nicht sie selber, sondern eben, ja, Ungarn hat das Problem. Die sind nämlich gegen Kastil Aragon und Kastil in Krieg. Und das sieht nicht gut aus, ja. Bayern hält eine diplomatische Kriegsführung gegenüber Salzburg. Warum sollten wir Salzburg beleidigen? Salzburgs Mann über Bayern hat sich. Oh, das ist eine sehr gute Entscheidung. Da kriegt man echt viele Punkte bei unseren Nachbarn. Salzburg, Meinung über Bayern hat sich um plus 60 geändert. Das ist super. Dann verlieren sie auch gleich die Koalition wieder gegen uns. Die Österreich, Meinung plus 60, das ist auch sehr gut. Da sind wir jetzt ein bisschen besser. Augsburg, Meinung, ja, das ist gut. Das Augsburg haben wir ja eh. Ne? Salzburg ist ja hier unser Vasall, den muss man eh ein bisschen hochstimmen. Augsburg ist hier, das ist natürlich auch cool, wenn wir den ein bisschen hochmachen. Böhmen ist natürlich auch cool, weil unser Verbündeter. Würzburg ist natürlich auch super. Württemberg ist natürlich hier auch cool, dass sie uns ein bisschen besser leiten können. Unsere Grenzen Ulm ist sowieso verbündet. Die Pfalz, naja, okay, Mainz und das ist auch sehr gut. Also wir nehmen das und das sind alles unsere Nachbarn und dann haben wir hier ein bisschen mehr Beziehungen. Ja. Wir haben hier zum Beispiel 196. Das ist eine sehr, sehr gute Summe. Vassalisierung könnten wir, aber sie möchten nicht. Und wir nehmen mal hier die Garantie raus. Weil können wir uns eh leisten, dass wir die nicht mehr jetzt garantieren. Hier auch. Und damit endet eigentlich schon die Folge, liebe Leute. Die Folge endet mit einer diplomatischen Geschicklichkeit. Wir sind im Moment nicht mehr die Gegner, also sind im Moment schon noch, aber wir sind nicht mehr die Gegner von Augsburg. Gleich zumindest in wenigen Minuten müsste das soweit sein, dass sie die Koalition verlassen. Und wir können sogar ein Bündnis anbieten. Das würden sie sogar annehmen und problematisch ist nur unsere Beziehung. Wir haben nämlich schon 5 von 4. So, Augsburg, Österreich, sage ich schon, hat jetzt 88 plus. Das ist cool. Wir können jetzt nochmal hier die Beziehungen verbessern. Einfach, um sie ein bisschen anzuhäufen. Wann hatten wir hier eigentlich den Krieg mit denen? Wann kann ich sie vassalisieren? 1455, das heißt 14. 65 ist es soweit. Wir können hier die Beziehung mal auf 200 bringen, vorsorglich. Brauchen wir dann nicht so warten. Dann können wir sie einminden. Und dann hätten wir hier Salzburg. Das ist eine sehr, sehr gute Provinz. Die ist im Heiligen Römischen Reich, klar. Und können die Vasallen übrigens auf plus 200. Andere, die nicht mit uns irgendwie untertanig sind, die können wir natürlich nur 100 machen. Gut, da würde ich sagen, das wird eine sehr lustige Runde in der nächsten Folge. Ich würde jetzt noch eine aufnehmen, die kommt jetzt auch etwas zeitnaher als die letzten. War ja auch der Jahreswechsel mit drin und ich hoffe, ihr hattet keine zu anstrengende Silvester. Und ist gerade der König abgenippelt, der war da erst jung. Okay. Aber ist ja nicht so schlimm. Wir haben jetzt einen Regentschaftsrat 2-3-0. Das ist besser als unser letzter König. Und 0-1-4 ist natürlich auch viel schlechter. Ist erst 7 Jahre. Wir müssen bis 15 warten. Also müssen sowieso keine Kriege dürfen und keine Kriege führen. Ja, wie wir weitermachen und ob Bayern groß wird oder ob wir zerschlagen werden, das seht ihr in der nächsten Folge von Europa Universalis 4. Und das war's erstmal von Lars aus dem Kanal Let's Survival von YouTube. Schaut mal in die anderen Projekte rein und hinterlasst gerne einen Gruß. Tschüss!